Shalom, Shalom. Und mit diesem Shalom wünsche ich euch die gebündelten Segnungen unseres Vaters im Himmel, der dich liebt und der alles gegeben hat, damit du ein Leben in Fülle leben kannst. In Fülle, in Verbindung mit seinen Verheißungen. Ja, heute möchte ich zu euch sprechen über etwas, was mir der Herr geoffenbart hat und wo ich sehr dankbar bin. Er hat mir die Augen des Herzens geöffnet für die erste Prophetie in der Bibel. Und das ist im ersten Mose Kapitel 3. Aber ich werde jetzt das ganze Kapitel mit euch lesen. 1. Mose 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und auch, dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor den Augen Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, vor dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mann, der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sagte: Die Schlange, die mich getäuscht, hat mich getäuscht, da ich aß. Da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Und auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ihr Lieben, ihr könnt noch einen Rest weiterlesen, aber das sind viele Predigten gebündelt. Und ich sehe hier, ich möchte jetzt nur über den Vers 15 sprechen. Da heißt es, da sagt Gott: Zwischen deinem Samen und ihrem Samen wird er Feindschaft setzen. Seit Welt haben Frauen Samen. Aber hier wird betont, dass es der Same der Frau ist. Und der Same der Frau, der Maria, ist Jesus Christus, der nicht aus Menschenwillen geboren wurde, sondern durch den Heiligen Geist empfangen wurde. Also zwischen dem Samen des Heiligen Geistes und dem Samen Satans wird Gott Feindschaft setzen. Und der Same Gottes, Jesus Christus, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Wenn man jemandem die Ferse zermalmt, dann hat man Gehbehinderungen. Ihr Lieben, gerade jetzt erleben wir diese Erfüllung, dieser ersten Prophetie in der gesamten Bibel. Die ganze Welt ist jetzt etwas gehindert in ihrem Vorwärtskommen. Und das ist Gottes, die Arbeit des Feindes, dieses uns hindern. Aber Gott wird ihm den Kopf zertreten. Und wenn der Kopf der Schlange zertreten ist, dann, ihr Lieben, ist das Ende gekommen. Und das ist jetzt der Fall. Und wir sind in dieser Zeit. Und dann lesen wir im Johannesevangelium 3,16 und folgende.
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also jedes Mal, wenn ich jetzt die Bibel aufmache, habe ich das Gefühl, das ist alles letzte Woche geschrieben worden. Das Logos, das geschriebene Wort, ist zurzeit so ein Rema, ein geoffenbartes Wort Gottes. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo Gott Trennung schafft. Also ich habe jahrelang jetzt gebetet, dass Gott etwas tut, damit die Menschheit wieder erkennt, dass wir ihn brauchen. Denn wir sind auf rasanter Geschwindigkeit für zur ewigen Verdammnis auf dem Weg gewesen. Und Gott möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht. Und darum hat er jetzt diese Notbremse gezogen für die gesamte Welt. Und er schafft jetzt Trennung zwischen Dunkelheit und Licht. Wisst ihr, ich kann nur staunen, wie Gott einen Virus, den man nicht sieht, gebraucht hat, um so eine Auswirkung weltweit hervorzurufen. Also Gott trennt, so, das habe ich erkannt jetzt, die Ziegen von den Schafen, die Scheinheiligen von den Heiligen, die Religiösen von den Gläubigen, den Wiedergeborenen, den berufenen Heiligen, den wahren Glauben von allen Irrglauben, den Weizen vom Streu, die Heißen von den Lauwarmen. Ihr Lieben, es ist besser noch kalt zu sein als lauwarm. Die Selbstsüchtigen und Menschenfürchtigen von den Gottesfürchtigen, die Hure von der Braut, die Denominationen vom Leib Christi, ihr Lieben, vor dem Thron Gottes werden nicht die Denominationen erscheinen, sondern die Vertreter verschiedener Nationen. Den schmalen Weg von der breiten Straße, die Lebendigen von den Toten, die Stolzen, die sich selbst groß machen wollen, von den Demütigen, die Gott groß machen wollen. Alle Lügen von der Wahrheit des Wortes Gottes, alle Religionsgründer, die gestorben sind vom Erlöser dieser Welt, Jesus Christus, unserem Bräutigam, der heute lebt und auf dem Weg ist, um seine Braut ohne Flecken und Runzeln zu sich zu holen. Alle Irrwege vom einzigen Weg, der frei macht, Jesus Christus, alle vermeintlichen Liebesangebote des Satans, mit der einzigen Liebe, die heilt, Jesus Christus. Alle vermeintlichen Gesellschaftsformen, die wir durch unsere neuen Gesetze geschaffen haben, von der besten und heiligsten Schöpfungsordnung Gottes, Mann und Frau und Familie. Alle Toleranz von der göttlichen Barmherzigkeit. Gott hasst die Sünde, aber er wartet mit offenen Armen auf den Sünder, der von Herzen umkehrt. Denkt an den verlorenen Sohn, der so tief sinken musste, dass er die Schweine um ihr Fressen beneidete. Und erst dann ging er in sich und kehrte um. Er kehrte um zum Vater, erinnerte sich an die Güte des Vaters, der mit offenen Armen auf ihn wartete und ihn vollkommen wieder als seinen Sohn mit allen Privilegien annahm und sich von Herzen freute und feierte. Und dazu verwendet Gott diesen idiotischen Coronavirus, den er in seiner weisen Voraussicht und Liebe zugelassen hat, um eine radikale Bremsung der gesamten Menschheit zu geben, um sie vor dem sicheren Untergang zu stoppen und der Welt zu zeigen, was hinter den Kulissen der Vertreter Satans gespielt wird. Ihr Lieben, ich möchte hier besonders die Offenbarung 12, 9 bis 12 hervorheben. Und ihr könnt das ganze Kapitel 12 selbst lesen. Es ist, als wäre es gestern geschrieben.
Da heißt es: Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, dass er weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat. Ihr Lieben, das ist genau die Situation, in der wir zurzeit stecken. Wir erleben dämonische Aktivitäten, wie ich sie noch nie erlebt habe in meinem Leben. Aber Gott sagt, wir sollen uns nicht fürchten. Und wenn ich ehrlich bin, dann haben wir in Uganda, in Vision für Afrika, noch nie so eine gute, gesegnete und vom Wesentlichen und zum Wesentlichen kommende Zeit erlebt, wie in diesen letzten Monaten. Die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, sind zum Schmunzeln. Aber das ist der Humor Gottes, der uns liebt und uns einen Spiegel vorhalten will, damit wir erkennen, wie und wo wir falsch liegen. Wir haben sehr viel erkannt, aber ich möchte jetzt nur einiges euch sagen. Erstens, wir haben eine Kostprobe bekommen, wie sich Tiere im Zoo fühlen, eingesperrt und als Spielball der Menschen. Wir haben erkannt, dass seine Gnade ein Vorrecht ist, sich frei bewegen zu dürfen. Ich bin so dankbar, dass meine Kinder zu Hause sind und wir so herrliche Gemeinschaft miteinander und in der Gegenwart Gottes erleben und der Herr alles ans Licht bringt, wo wir umkehren dürfen, um in den vollen Strom seiner Liebe, Gnade und göttlichen Versorgung zu schwimmen. Ihr Lieben, wie ich gehört habe von diesem Coronavirus und erkannt habe, das ist jetzt ein wirklicher Anschlag des Feindes auf die gesamte Menschheit. Dann habe ich gesagt: Herr, wenn dieser Coronavirus dazu bestimmt ist und berufen ist, mich frühzeitig in die Ewigkeit abzuberufen, heiße ich ihn willkommen. Und ich bitte dich, dass du alles in unserem Werk schüttelst und rüttelst, was nicht auf dem Fundament des Glaubens, nicht auf dem Felsen Jesus Christus gebaut ist. Lass es alles zusammenstürzen, bevor ich heimgerufen werde, dass nichts nach meinem Tod noch zusammenstürzen muss. Und ihr Lieben, ihr habt gebetet, dass dabei kein Menschenleben betroffen wird. Nichts ist geschehen. Alles steht fest. Also, wir haben in jedes Gebäude ins Fundament eine Bibel eingemauert mit den Gebetsanliegen für dieses Gebäude, was der Herr in den Menschen vollbringen soll, die dort wohnen werden. Aber jeden Tag kommen Mitarbeiter zu mir und wollen Buße tun und haben erkannt, wo sie durch Rebellion oder Stolz oder die verschiedensten Fehlhaltungen von Gott Pferde waren. Und sie tun Buße und sie kehren um. Und 99% erkennen, dass sie im Selbstleben gehandelt haben und noch nicht mit Christus, durch Christus, in Christus, mit Christus leben. Und das ist natürlich für mich die größte Freude. Ich freue mich so, dass unsere Mitarbeiter erkennen, nicht ich mich meiner mir, Herr segne doch uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ja, darf ich nur noch ein paar Punkte erzählen hier. Wir haben erfahren, dass Gott unser hundertprozentiger Versorger ist, und zwar viel besser, als wir es selbst schaffen. Noch nie haben unsere 1500 Hühner so viele Eier gelegt. Alle Kinder im Werk, die noch hier sind, alle Mitarbeiter, die noch bei uns wohnen im Werk, wir essen Eier ohne Ende, wir verschenken in die gesamte Umgebung und verkaufen noch viele. Und ich habe den Verdacht, dass manche unserer Hühner jetzt sogar drei Eier legen. So viele Eier haben wir noch nie gehabt. Unsere Kühe
geben mehr Milch als je zuvor. Wir sind so dankbar für die vielen Patenschaften, die in den letzten Monaten hereingekommen sind. Es war noch nie zuvor der Fall in dem Ausmaß. Wir haben weit über 300 neue Paten bekommen, ohne Werbung zu machen. Wir sind jedem so dankbar, der jetzt erkannt hat, dass das, was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Und Gott lässt sich nicht schuldig bleiben, ihr Lieben. Er wird dir vergüten in einem Ausmaß, wie du es nie geahnt hast. Ja, also der Herr segne jeden von euch Geliebten, die ihr gespendet habt an Patenschaften, aber auch die, die gespendet haben für den Weiterbau unserer Sekundarschule. Ja, also was Gott noch trennt, ich glaube, ich habe das schon gelesen, jawohl. So, mit dem möchte ich jetzt dieses Video enden, aber es kommt noch mehr, ihr Lieben. Nicht nur müssen wir erkennen, was uns nichts bringt und nichts nützt und was der breite Weg ist und nicht der Weg des Heils, sondern wir müssen erkennen, was Gott uns dafür gegeben hat. Und das ist das Geheimnis. Gott möchte uns herausführen, er möchte uns verrücken aus der Dunkelheit, aus der Selbstbezogenheit, aus der Menschenfurcht, hinein in die Gottesfurcht, in die Demut, die nicht mehr sich selbst groß macht, sondern Gott groß macht. Möge der Herr zu dir sprechen und dir zeigen, wo du noch aus Eigenkraft lebst. Gott möchte nicht, dass wir aus dem Tun leben, sondern aus dem Sein in Jesus Christus. Der Herr segne dich, behüte dich, lass es sein Licht auf dich scheinen und gebe dir Erkenntnisse Tag und Nacht, damit du heraustreten kannst aus allem, was dir sowieso nichts bringt, hinein in das, was Gott für dich bereithält. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle. Und das haben wir nicht durch Eigenmächtigkeit, sondern durch die Gnade Gottes. Shalom, Shalom.